Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, der Titel ist ein bisschen speziell. Eine Werkstatt, kann die überhaupt so groß sein? Darüber werden wir gleich sprechen, denn es gibt ja noch mehr Leute, die eine Werkstatt wollen. Und wie gesagt, darüber werde ich gleich noch ein paar Worte verlieren. Aber das gibt's gleich. Letzte Woche war so enorm schnell vorbei. Kennt ihr das, dass ihr montags aufsteht und es ist gefühlt nach einem Schnapper, ist es dann schon wieder Samstag oder Sonntag und dann beginnt die nächste Woche. Also das war wirklich bei der letzten Woche bei mir ganz, ganz krass. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier einiges in der Werkstatt fertig bekommen habe, was ich dir jetzt auch zeigen werde. Natürlich habe ich einiges fertig gebaut, aber ich habe auch einiges fertig gedreht. Das bedeutet, dass ich für meinen Werkzeug-Check-Kanal wirklich einige coole Sachen vorgestellt habe. Und da kommt heute ist nämlich schon ein Video rausgekommen über ein richtig cooles Teil. Ich zeige es dir mal. Hier dieses Teil, das ist ein Adapter für eure Makita-Akkus. Da könnt ihr zum Beispiel euer Handy laden oder eine kleine Lampe. Ist, by the way, ist übrigens ein super, super gutes Teil für Weihnachten, was man gut verschenken kann. Ist nicht so teuer und es macht denjenigen wahrscheinlich sehr, sehr glücklich, weil es halt auch cool ist. Das war so ein Video, was jetzt schon online ist, aber in dieser Woche kommt jeden Tag ein Werkzeug-Check-Video. Also ich habe einiges vorgedreht, vorproduziert. Das habe ich zuallererst mal in der letzten Woche gemacht. Ich verlinke dir das Video hier zu diesem Teil mal unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, dort kommen jetzt in dieser Woche jeden Tag ein Video, weil es im Moment einfach so viel ist. Ich verlinke dir das in der Videobeschreibung. Das kommt jetzt aber erstmal wieder hierher. Dann habe ich noch hier meinen schönen Mülleimer fertig gebaut. Das habe ich euch in den letzten News hier schon gezeigt. Da haben wir hier einfach einen schönen Stahlrahmen und in diesem Stahlrahmen befindet sich dann ein passendes Holzpassstück. Das habe ich in der letzten Woche fertig bekommen. Das hat mir wirklich so, so viel Ordnung hier in der Werkstatt geschaffen, weil die Mülltüten, die haben überall rumgestanden und überall habe ich sie immer irgendwo drauf gedrückt, dass sie nicht rumgekippt sind. Also deswegen bin ich extrem glücklich, dass dieses Projekt jetzt fertig ist. Wird noch ein bisschen dauern, bis das kommt, weil ich im Moment halt wirklich an sehr, sehr vielen Projekten arbeite. Aber ich habe noch einen Couchtisch gebaut. Da seht ihr jetzt hier einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt. Das wird auch ein Projekt werden. Ich habe zwar schon mal so einen ähnlichen Couchtisch gebaut, aber dieses Mal war es halt einfach unter anderen Voraussetzungen und es hat so, so viel Spaß gemacht, das Ding zu bauen, denn es hat einfach so gut funktioniert. Die Abrichter habe ich in dem Video auch nochmal komplett eingestellt. Also sie funktioniert jetzt wirklich richtig, richtig genau, gerade beim Abrichten, das hat Spaß gemacht und natürlich der Langbandschleifer, so dass das Werkzeug meiner Träume, hat das Ganze echt sehr, sehr vereinfacht. Dann habe ich aber hier noch was angefangen zu bauen und zwar wird das ein Werkstattmöbel. Das habe ich aus Fichte-Massivholz hergestellt. Das Holz zeige ich dir gleich noch kurz. Das sind jetzt einfach so die Seitenteile. Wie gesagt, ich habe von dem Massivholz noch relativ viel. Deswegen übe ich mich einfach nur ein bisschen mehr an Massivholzbearbeitung. Da werde ich heute, beziehungsweise gleich nachdem ich das hier aufgenommen habe, werde ich damit weiterarbeiten. Wie gesagt, das ist quasi ein Regal für Schäferkisten. Die seht ihr auch gleich noch. Und da habe ich halt wirklich alles aus Massivholz gemacht. Hier sieht man die Holzverbindung. Und die Rückwand wird auch aus Massivholz sein. Cooles Projekt, zeige ich euch auf Instagram immer relativ aktuell, wo ich da jetzt gerade stehe. Vor meinem Werkstattumzug sind nämlich hier noch diese Schäferkisten. Ey, die klappern so lange nach, wenn man die bewegt. Vor meinem Werkstattumzug sind hier noch ein paar Schäferkisten übrig geblieben. Daraus werde ich halt eben Schrank machen auf Auszügen. Da sind die dann drin installiert. Und man hat eben so ein bisschen Kleinteillagerung, gerade hinten in den Ecken, weil da ist noch nicht so wirklich eine Lagermöglichkeit. Ist vielleicht ganz praktisch, wenn man was drechselt und man dort halt einfach so ein paar Zubehörteile drin verstauen kann. Wie gesagt, auf Auszügen, dass man auch sieht, was drin ist. Und auf Rollen und in der Höhe, wie die Tischkreissäge, dass ich es auch als Abgabetisch benutzen kann. Als Holz habe ich hier diese Massivholzbohlen benutzt. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß, dieses Massivholz zu verarbeiten, weil es halt wirklich mal, ja, man kann einfach mal viel Volumen umsetzen, so an Massivholz. Und weil ich davon noch viel habe, werden die nächsten Projekte wahrscheinlich auch noch aus dem Holz gemacht werden. Also es ist ein bisschen spezieller, das Holz. Es ist kein Möbelholz in dem Sinne, weil es halt super viele Äste hat. Aber es sieht trotzdem cool aus, wenn man es fertig geschliffen hat. Derzeit macht mir das unglaublich viel Spaß und jetzt habe ich eine kurze Frage an euch. Ich möchte noch einen Couchtisch zum Beispiel bauen oder ich möchte noch einen Esstisch bauen. Im Grunde genommen ist das alles relativ gleich. Das bedeutet, man richtet Holz her, verleimt es, macht die Endmaße dran und kann dann zum Beispiel noch ein Gestell, und das variiert dann meistens so ein bisschen. Upsala. Fändet ihr es schlimm oder wie fändet ihr es, wenn jetzt zum Beispiel
wenn ich jetzt einen Couchtisch baue aus massiver Buche mit einem Metallgestell und wenn ich dann einen Esstisch aus diesem Holz hier baue mit einem massiven Holzgestell und wenn ich dann eventuell noch einen Couchtisch auch aus diesem Holz baue, das wären dann 3 Videos. Eventuell wäre das dann ein Plusprojekt, ganz eventuell, aber das ist erstmal jetzt hinten angestellt. Aber wie findet ihr das? Findet ihr, das ist zu viel ähnliches Zeug hier auf dem Kanal oder was sagst du dazu? Weil im Grunde genommen ist ja eigentlich der Hauptteil, der dann in diesen Videos wäre, der ist eigentlich in allen Projekten, die ich mache, relativ gleich. Das Holz muss natürlich erstmal hergerichtet werden und da hat man am Schluss ein cooles Projekt. Ich hoffe, das war irgendwie verständlich, was ich meine. Aber schreibe gerne mal in die Kommentare, ob du auf diese 3 Projekte, auf dem Esstisch aus diesem Holz, auf dem Couchtisch aus Buche, das ist da oben das Holz mit Waldkante, und dann eventuell noch ein Couchtisch aus diesem Holz hier unten, ob du auf solche 3 Projekte Lust hättest. Ich würde die dann eventuell in der Timeline so ein bisschen versetzt veröffentlichen, dass es nicht zu krass ähnlich aufeinander ist. Aber es macht mir im Moment unglaublich viel Spaß. Die Projekte unterscheiden sich ja dennoch so ein bisschen. Und deswegen brauche ich da von dir so ein bisschen Nachricht in Kommentar. Dann seht ihr hier noch diese schöne Werkbank. Die habe ich euch in den letzten Neuigkeiten schon gezeigt. Jetzt habe ich in der vergangenen Woche hier noch die Holzbohlen hergerichtet hier oben rein. Es ist halt ein bisschen eine Arbeitsbank, die super solide ist. Es ist auch mobil. Das Ding kommt wahrscheinlich diese Woche noch hier raus und wird dann in meine alte Werkstatt für meinen Vater gestellt. Dann hat er auch wieder eine schöne Arbeitsplatte. Und mir ist aufgefallen, dass so ein Meter Höhe, also der Tisch ist Oberkante ein Meter, das ist echt eine schöne Arbeitshöhe. Also falls ihr auch euch sowas Ähnliches bauen tut, Meter hoch ist das Ding. Dann Thema Drechseln. Ich habe euch in den letzten Neuigkeiten gefragt, was ich denn drechseln könnte als Drechselprojekt. Und da habe ich ein paar Nachrichten von euch bekommen. Mir hat jemand geschrieben, dass ich ja ein Schachbrett mit den passenden Figuren drechseln könnte. Ganz genauso werde ich es nicht machen. Also es hat eigentlich gerade nicht so wirklich was mit dem Drechseln zu tun, aber gleich. Ich werde bald mit dem Schachbrett anfangen. Da werden dann diese Karos diese Quadratfelder, die werden dann einmal aus Massivholz bestehen mit einer schönen Umrandung und die andere Variante oder die anderen Vierecke werden dann aus Epoxy bestehen. Will ich einmal so ein bisschen ausprobieren, damit ich mit dem Material auch besser werde. Die Figuren werde ich nicht drechseln, weil ich finde es halt nicht so interessant für ein Video und ich hätte nicht so Lust, so mega viele gleiche Figuren herzustellen. Deswegen, guter Tipp, in der Hälfte werde ich es quasi umsetzen. Aber mir hat noch jemand geschrieben, dass ich ja einen Schneemann, einen XXL-Schneemann drechseln könnte. Ich denke, das werde ich mal machen. Ist eigentlich ein cooles Projekt. Ich habe oben noch super große, also oben im Garten, wo es Holz liegt, habe ich noch super große Stämme. Da werde ich eventuell dann XXL-Schneemann für die Winterzeit dann bald drechseln. Es wird auch übrigens diese oder nächste Woche, den Upload-Termin weiß ich nicht, wird es aber wahrscheinlich das erste Plus-Projekt geben. Das bedeutet, ein Drechselprojekt für die Leute, die halt eben auf Drechselvideos stehen, wird in dieser Woche oder in der nächsten Woche kommen. Da habe ich ein bisschen was vorproduziert und dann könnt ihr euch das bald reinziehen. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben es gesehen. Eine Spedition war letzte Woche noch da, letzte Woche Freitag. Und da habe ich einen Schweißtisch zugeschickt bekommen von der Firma Nasty Tools, vom lieben Bernhard. Genau, da wird es auch bald ein Projekt drüber geben, wie ich das Ding hier zusammenbaue, wie ich dann auch diese Winkel zusammenschweiße. Und genau, da werde ich mal noch ein bisschen was Cooles überlegen, was dann in dem Projekt kommt. Aber das bedeutet, dass die Schweißprojekte und die Metallarbeiten in Zukunft noch mal ein bisschen besser werden, weil ich es jetzt endlich richtig festspannen kann. Wie gesagt, das ist der Schweißtisch von der Firma Nasty Tools. Cooles Teil. So kommt es an. Das ist die 1,20 Meter Variante auf 80, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und genau, damit geht es bald los. Aber ich habe noch mehr gemacht diese Woche, letzte Woche. Dann hatte ich in der letzten Woche wieder die beste Hilfe, oder mehrfach in der Woche schon wieder. Mein Vater war wieder da, da haben wir noch ein Regal geschweißt. Das ist hier dieses. Wir hatten ja, wie gesagt, bei dem letzten Massivholzregal, was wir geschweißt haben, da hatten wir hier diese Träger, die hatten wir noch. Die stehen jetzt, also hinten steht so das große, das Hauptholzlager. Und hier ist jetzt auch noch so ein bisschen Ablagefläche für Teile, die nicht ganz so lang sind. Genau, hier lagert jetzt noch Metall. Zu dem Metall sage ich gleich noch was. Aber das Regal hier wird wahrscheinlich so viel Holz sein, was noch ein bisschen braucht. Hier ist manchmal relativ gut durch oder ein bisschen gut durchzu. Das heißt, das liegt hier ganz gut. Also es wird irgendwann auch nochmal ein reines Holzlager sein.
Denn hier soll noch ein Regal hin, das zeige ich ja gleich, wo das hinkommen tut. Aber das Metall ist größtenteils für ein Bandsägewerk, was ich wirklich bald anfangen möchte zu bauen. Ihr seht, ich bin hier immer mehr am Platz am Schaffen, damit halt eben der Anhänger, der kommt dann raus. Denn ich werde mir ein mobiles Sägewerk bauen. Da werde ich einen alten Anhänger als Untergrundkonstruktion für dieses Sägewerk benutzen und da wird dann das Ganze drauf festgebaut. Ich werde noch mit dem TÜV ein paar Sachen abklären, wie es ist, wenn jetzt zum Beispiel ein paar Teile, zum Beispiel 30 cm hinten rausstehen. Aber im Grunde genommen ist dieses Sägewerk eigentlich nur eine Zuladung, denn es ist ja nicht der Anhänger. Ich hatte auch schon mal mit einem Polizisten gesprochen, nur wegen dem Thema Zuladung. Ich habe ja einen VW-Bus, wo oben dieser Riesenaufbau ist und der zählt dort auch als Zuladung, weil es ja quasi wirklich, also ihr könnt euch auch theoretisch einfach diese Platten oben drauf machen. Was will ich sagen? Ja, auf jeden Fall, hier werde ich das Sägewerk bauen. Hier kann das Ding dann stehen, hier kann ich von allen Seiten herum arbeiten. Hier kann ich Metall zuschneiden, auf der Seite kann ich dann in der Metallbude das Ganze flexen. Genau, aber bevor wir mit dem Sägewerk anfangen, wird dort auch noch ein Regal hinkommen. Hier soll auch noch ein Regal hinkommen, das soll dann fast bis unter die Decke gehen. Da werden dann die Abstufungen auch nicht so weit auseinander liegen, wie jetzt hier bei dem Holzregal, weil dort wird dann schlussendlich das ganze Metall reingelegt und auch die Profile, die ich nicht so oft brauche und letztlich längliche Profile, die werden dann ganz nach oben kommen, denn mit Metall braucht man halt eben nicht so ein tiefes Lager, weil das sind ja alles nur solche 30er, 40er, 60er Rohre, die ich halt eben benutze. Also, bevor das Sägewerk anfängt, kommt hier noch ein cooles Regal hin. Eventuell wird das diese Woche noch gemacht. Aber jetzt kann ich erstmal das Metall, was ich jetzt schon habe, kann ich das hier halt eben gut lagern. Dann noch mal eine kurze Sache wegen der Chronologie auf meinem Kanal. Das letzte Video auf meinem Kanal war ja ein Streichvideo, wie ich hier die ganze Werkstatt mit der Julia gestrichen habe. Und ja, ich weiß, das Ganze ist jetzt schon relativ weit rückhängend oder das ist jetzt schon alles relativ lange her. Aber ich will mich nicht wieder verrennen und sagen, hey, jetzt kommen zwei Videos, jetzt kommen, weil ich so viel Material habe, drei Videos die Woche. Ich finde es im Moment echt ganz gut, wenn in einer Woche ein Projektvideo kommt. Eventuell kommt dann mal noch ein zweites Video, aber das ist dann auch eher ein Zusatz nochmal. Aber es liegt einfach daran, dass ich derzeit so viel vorproduziere, dass die Videos thematisch derzeit ein bisschen nach hinten liegen. Das Ganze ist chronologisch, hier die Neuigkeiten sind natürlich nicht chronologisch, weil die halt immer up to date sind, aber diese Projektvideos, die kommen jetzt alle in einer Reihe. Es ist gut, dass ich das jetzt anspreche, in der nächsten Woche wird es da eine Ausnahme geben, weil der Sven, mit dem ich hier die Beleuchtung hier reingemacht habe, der kommt noch vorbei, aber da muss ich dann die Videothematik einmal drehen, weil es sonst zeitlich nicht hinhauen würde. Genau, das kurz zur Chronologie auf meinem Kanal, derzeit wie es jetzt im Moment läuft. Also wie gesagt, im Moment mache ich super viel in der Werkstatt. Und es kommen einige coole Projekte. Es ist auch einfach mal für mich schön, wenn ich ein bisschen vorproduziert habe, ist es ein bisschen angenehmer, wie als wenn man immer eine Woche echt knapp an knapp ist und es dann immer ein bisschen eng wird. Das ist immer kacke, weil dann sind die Videos auch in den meisten Fällen nicht so, dann bin ich nicht so hundertprozentig zufrieden. Und das Schöne ist, ich habe im Moment so viel vorproduziert, dass ich halt auch wirklich mal mit sehr, sehr aufwendigen Projekten anfangen kann. Und zwar werde ich eventuell in dieser Woche noch mit einem Schiebetisch für meine Rapid-Tischkreissäge anfangen. Ich werde euch da mal ein Bild einblenden, wie die aussehen, wenn man das Ganze quasi mit der Maschine kauft. Ich werde es aber selbst bauen, weil es halt diesen Schiebetisch, den findet man eigentlich nicht so getrennt als Werkzeug und wenn, dann kostet das Ding locker 500, 600, 700 Euro. Und so ein Schiebetisch bauen, das ist eigentlich so ein Ding. Ich habe alles hier, deswegen wird das eventuell ein Projekt sein, womit ich in dieser Woche anfangen werde, ein Schiebetisch für meine Tischkreissäge. Also es ist kein Schiebetisch wie hier so ein Schiebetisch aus Holz, weil die gehen mir ehrlich gesagt so ein bisschen auf die Nerven, weil da muss man sich irgendwie alle gebotten neuen bauen und wenn man dann mal einen 45-Grad-Schritt macht, die gehen mir ein bisschen auf die Nerven, deswegen benutze ich die auch nicht so. Das wird, wie gesagt, so ein Schiebetisch, der dann hier an der Seite läuft mit so einem Auslegerarm, der das dann quasi stabilisiert. Dann habe ich mir noch überlegt, dass ich in dieser Woche eventuell auch anfange mit einem Untergestell für diesen Schärfwagen. Das ist meine Bandsägeblatt-Schärfmaschine. Das wäre dann so ein Video, wo ich euch einfach zeige, wie ich ein rollbares Untergestell baue, eventuell mit einer Schublade. Und dann gehen wir so ein bisschen auf die Maschine ein. Wie gesagt, die ist 130 Jahre alt. Die sieht man so fast, die sieht man nicht auf YouTube. Cooles Teil. Das wird auch noch ein Projekt sein, womit ich dann in dieser Woche anfange. Da kann ich vielleicht in Zukunft meine Sägebänder von meinem Bandsägewerk selbst schärfen. Cooles Teil. Und jetzt reden wir mal kurz über ein Thema, weil ich halt selbst sehr, sehr lange in der Situation gesteckt habe und halt da nicht so genau wusste, was ich brauche. Und zwar geht es um die Werkstattgröße.
Hier dieser Hauptarbeitsraum hier hat 100 Quadratmeter. Und mir ist wirklich, wirklich aufgefallen, wenn man das als Hobby betreibt, dann würde wirklich 50 Quadratmeter absolut reichen. Mit Hobby meine ich halt natürlich, hey, dann kann man sich nicht so einen Langbandschleifer in die Werkstatt stellen, weil dann ist halt auch jede Werkstatt übrigens voll, wenn die Maschinen so mega, mega groß sind. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier viele Heimwerker zuschauen, die zum Beispiel viel mit der Bandsäge arbeiten, die drechseln, die mit der Tischkreissäge halt eben Werkstattmöbel bauen möchten oder halt eben ein Side-Table für die Wohnung. Und dafür braucht man halt so eine Riesenwerkstatt tatsächlich nicht. Und ganz, ganz am Anfang ist mir aufgefallen, dass eigentlich so dieser Hauptarbeitsbereich, den ich die ganze Zeit benutze, das ist die Hälfte von hier diesem Raum, sprich 50 Quadratmeter. Ist ein bisschen schwer mit der Kamera das alles zu filmen. Also hier, die Werkstatt ist quasi 10 mal 10 Meter. Das bedeutet hier diese komplette Breite sind 10 Meter, bis zur Hälfte 5, also 50 Quadratmeter. Und dort arbeite ich die ganze Zeit. Hier füge ich Dinge zusammen, hier schneide ich Dinge auf der Tischkreissäge zu. Und das sind ja die Tätigkeiten, die wir alle meistens machen. Ja, ich habe jetzt eine größere Werkstatt und ja, es ist super einfach zu sagen, hey, so viel Platz braucht man gar nicht. Aber mir war ja im Vorhinein klar, dass ich so noch mit Metall arbeiten möchte. Also die Werkstattgröße, die ich gerade angesprochen habe, die ist dann halt wirklich, wenn ihr rein mit Holz arbeiten möchtet, also mit den Maschinen, die ich auch schon aufgezählt habe. Mir war klar, ich will mit Metall arbeiten, das muss man trennen, also ist da ein bisschen mehr Platz vonnöten. Aber wenn ihr euch wirklich eine Werkstatt sucht, dann habt ihr jetzt mal so aus meiner Perspektive, habt ihr mal einfach so eine Größe, dass man auch schauen kann. Aber man muss sich halt im Klaren sein, was man will. So, was will man für eine Werkstatt? Mir war zum Beispiel wichtig, dass ich mindestens 100... Hi! Da war gerade mein Vermieter da. Also ihr müsst euch halt im Klaren sein, was ihr möchtet. Mir war zu Beginn zum Beispiel, als ich hier eine Werkstatt gesucht habe, war mir klar, was will ich haben? Ich will einen Zugang, dass ich mit dem Auto oder halt eben mit was super, super schwerem reinkomme. Ich komme mit meinem Anhänger rein, ich komme mit super schweren Maschinen rein, mit dem Auto könnte ich reinkommen, ist aber nicht so gut, aber das wird schon mal erfüllt. Ich will eine warme Werkstatt. Die Werkstatt hier ist warm, weil hier so ein Kamin lang läuft und ich habe mir die ganze Zeit eigentlich noch gesagt, hey, ich will einen Holzofen hier drin haben. Mein Vermieter hat mir schon gesagt, hey, dann können wir hier einen Holzofen reinmachen. Habe ich jetzt die ganze Zeit noch nicht, weil es hier halt eben so warm ist von der Heizung, die hier installiert ist. Deswegen kommt wahrscheinlich kein Holzofen. Aber damit kann ich dann leben. Wenn es hier dann warm ist, ist cool. Mir ging es darum, dass ich halt eben einen Holzofen statt einer Gasheizung haben möchte. Dann möchte ich hier drin mit einem Palettenwagen fahren können. Ich möchte schwere Dinge einfach rein und raus bekommen. Ich möchte einen abgetrennten Raum haben, damit ich mit Metall arbeiten kann, damit es hier halt auch vom Brandrisiko ein bisschen runtergeht. Ich brauche eine Toilette und ein Waschbecken. Das waren die Vorgaben, die ich mir selbst gestellt habe, die ich für eine Werkstatt mir aufgestellt habe. Also wie gesagt, ihr seht hier bis ganz runter 10 Meter lang, 5 Meter breit und hier arbeite ich die meiste Zeit. Ja, ich habe jetzt ein Lager hier an der anderen Seite, aber das liegt halt eben daran, dass ich hier die kompletten Wände freilassen möchte, damit es halt eben vom Film her besser ist. Das bedeutet, theoretisch könnte ich dieses ganze Zeug auch an diese Wand hängen und da hätte ich wieder extrem viel Platz an der Wand. Das ist jetzt mal so meine Meinung. Ich würde sagen, für die meisten Leute wären so 50 Quadratmeter vollkommen okay. Meine alte Werkstatt hatte ca. 24 und da habe ich mir auch schon mal vorgestellt, hey, wenn das nur das Doppelte wäre, dann könnte ich hier drin so viel besser arbeiten. Ich könnte um die Werkbank entspannt rumgehen. Und das ist mal so mein Tipp für euch. Wenn ihr eine Werkstatt sucht und da halt dann eben hobbymäßig drin arbeiten möchtet und wenn ihr dann halt eben vielleicht mal einen Tisch oder zwei Tische bauen möchtet und die verkaufen möchtet, einfach nur, weil es euch Spaß macht, dann schaut mal eventuell nach einer Werkstatt 40 bis 80 Quadratmeter. Ihr könnt normalerweise jetzt, wenn es nicht irgendwie mitten in einer Großstadt ist, kann man so vom Quadratmeterpreis 4 bis 7 Euro ausgehen. Das variiert natürlich relativ stark, aber dann würde halt eben eine Werkstatt, sagen wir einfach mal mit 50 Quadratmeter 300 Euro im Idealfall kosten. Ich weiß, manche Werkstätten sind echt abgefahren teuer für so einen kleinen Raum, aber das wollte ich nur an der Stelle mal wieder sagen. Wie gesagt, ich will ja nicht scheinheilig sein, so eine Maschine, die ist brutal groß, die ist irgendwie 3,30 Meter lang und die ist 2 Meter tief, dann wäre halt so eine 50 Quadratmeter Werkstatt halt direkt voll. Aber mir war klar, dass ich mir als erste Maschine so eine Maschine kaufen werde. Das war mir irgendwie seit 3 Jahren klar und deswegen ist meine Werkstatt halt eben größer. Es ist auch immer so ein bisschen Glückssache, wie gesagt, das hier war ein absoluter Glücksgriff.
Aber nochmal so der Punkt, wenn ihr echt massiv Bock habt, damit mehr zu machen, das war ja bei mir das Gleiche, dann müsst ihr die ganze Zeit wissen, was ihr möchtet, damit ihr halt auch eben irgendwann so eine Werkstatt finden könnt. Bei mir hat es 2 Jahre gedauert, bis das auch finanziell funktioniert hat. Jetzt habe ich eine, mit den Punkten, die ich mir die ganze Zeit immer im Kopf vorgestellt habe. Ja, viele, also, ja, komm. Ich wiederhole nochmal, das war wirklich nur so ein Tipp, damit ihr euch mal vorstellen könnt. Man spricht immer, oh, ich hätte auch so gerne so eine Werkstatt. Aber wenn man sich da mal vorstellt, hey, in der Größe wird das in etwa eventuell so viel kosten. Was muss ich denn tun, dass das eventuell funktioniert? Weil dann ist man diesem Traum schon gar nicht mehr so weit weg. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich habe mir ja einen absoluten Traum erfüllt. Und das hätte keiner geglaubt. Definitiv nicht, wenn ich das vor 5 Jahren gesagt hätte. Und von daher wollte ich das nur an der Stelle kurz ansprechen, dass ihr eventuell, wenn ihr euch eine Werkstatt sucht, dass ihr nicht so eine 200 Quadratmeter Halle braucht. Sowas ist schon 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter, das ist schon echt ziemlich, ziemlich gut zum Arbeiten. Das soll es eigentlich mit den Neuigkeiten für heute gewesen sein. Ich hoffe, das kam jetzt nicht falsch rüber, diese Message ganz am Schluss. Ich bin froh, dass ich so viel Platz in meiner Werkstatt habe. Aber wenn ihr halt, also ich mache es ja auch beruflich. Ich stehe ja hier den ganzen Tag drin und mache das nicht nur rein als Hobby. Deswegen ist so ein bisschen mehr Platz, gerade wenn man an mehreren Projekten arbeitet, dann auch schon eigentlich fast ein Muss. Aber wie gesagt, wenn ihr so den richtigen Traum habt, sowas auch haben zu wollen, dann funktioniert das. Und jetzt habt ihr so eher mal vielleicht eine Eingrenzung, wie das Ganze aussehen könnte. Aber schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wie viele Quadratmeter deine Werkstatt hat. Und schreib mir gerne in die Kommentare, ob du dir eine Werkstatt gemietet hast. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil das Thema noch nie so jemand angesprochen hat, dass halt eine gewisse Größe auch reichen könnte. That's what she said, dass eine gewisse Werkstattgröße reichen könnte. Genau. Und damit will ich mich für heute bei euch verabschieden. Philipp, der Blabla-Boy. Oh Mann. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da sind ein paar Sachen verlinkt. Und ich freue mich auf deinen Kommentar und ich bin gespannt, wie groß deine Werkstatt ist. Tschüss.